Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserer wunderschönen kleinen Insel. Ja, letzte Folge haben wir ja den schönen Ausflug ja gemacht, wo es ja leider ein, zwei, drei Probleme mit gab. Und ja, da wollten wir dann, das war ja auch morgens früh, mittlerweile schon um 6, 7, ne, da waren wir auch alle nicht mehr so ganz fit, sagen wir es mal so. Da wollten wir uns heute jetzt zusammentreffen und wollten eben das Ganze nochmal wiederholen, damit wir endlich auch zur Mitte kommen. Da haben wir leider festgestellt, wie ihr schon von den Leveln her seht, es gab einen Server-Crash. Und er hat uns ein paar Speicherstände zurück hingeschmissen. Dementsprechend müssen wir leider, okay, leider nicht direkt. Wir müssen wieder hier uns Level noch ein bisschen hochpowern und noch ein paar Klamotten noch zusammensammeln. Aber Nummer 1 und Nummer 2 sind noch da. Das ist wunderschön. Also heißt es nochmal wieder ein paar Überlebenssachen basteln und Tiere zähmen und so weiter, damit wir eben den Aufbruch machen können. So, wieder heute ist wieder klar mit dabei, wieder Xanosch und die Daisy. Einen wunderschönen an euch beiden. Hallo. Und als Special Gast, da hinten steht er. Das ist der gute Störti. Er hat sich heute dafür entschlossen, der möchte uns gerne dabei unterstützen, bei unserer langen Reise. Und dann wünschen wir ihm auch erstmal einen wunderschönen Hallöchen. Hallöchen. So. Hey Shorty, ich habe dich ins Tribe eingeladen, du musst Bus annehmen. Ah. Klappt haben. Perfekt. So, jetzt haben wir schon mal 4 Leute. Gut, dann werden wir uns jetzt ein bisschen aufteilen, sodass wir eben schnell alles kriegen. Dass einer sich mal ein bisschen mehr um Lebensmittel kümmert und noch ein paar Viecher sammeln, weil die waren doch schon recht praktisch auf unserem kleinen Weg. Fleischfresser. Braucht so. Erstmal die Steine, die... Genau. Also ich hab 52 Steine für meine Steinschleuder. 54 und es werden mehr. Ach so. Apropos Steinschleuder. Ich sollte ja vielleicht Störti auch eine machen. Ja, mir auch. Ihr auch? Okay. Wäre nicht schlecht. Kurz gucken, was mir da fehlt. Und zwar brauche ich noch ein bisschen Fiber, Holz und Hide. Ja, ich habe noch ein bisschen was in die Kiste reingeschmissen. Ich hoffe, das Rang langt dann auch für das Ganze. Ja, denn der Server-Crash, muss ich mich vielleicht entschuldigen, passiert. Es war so ziemlich spät und der Server hat wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht gespeichert. Ich finde den Stand nicht und deswegen sind wir inzwischen ganz schnell heute auf einen anderen Server umgezogen. Ja, in Hoffnung, dass es hier keine Probleme jetzt dabei gibt. In der Regel dürfte das hier nicht passieren, weil es ein gemieteter Server ist. Ach, drücken mal die Daumen. So, jetzt sammeln wir schon mal ein bisschen Stein noch, damit wir eben gleich ein paar Viechern wieder umhauen können. So, wer macht denn hier schon wieder alles voll? Oh, oh. Das habe ich gerade da reingeschmissen. Oh, oh, was ist oh, oh? Ich habe von Para ein Ei geklaut. Ja. Störti, deine Spille liegt da drin. Ja. Ah, nehme ich gleich raus. Gut. Jawohl. So. Ja, mal gucken, dass wir ein bisschen Fleischfett noch dabei kriegen. Auf der Seite mal kurz gucken, was wir hier so haben. Aber auf der einen Seite bin ich auch froh, dass wir diesen Rollback haben, dass wir unsere zwei Trikes wieder haben, weil das war schon ein sehr harter Rückschlag, diese Aktion, also ja. Ja, die Trikes sind schon hilfreich, was mal so. Sieh ich gerade mal einen Fisch über die Schuppen über die Ohren ziehen, was ist? Hier ist keiner. Ich habe ein Dodo gefunden. Das ist mal wieder sehr interessant, das Ganze. Lol, ich kill Dodo, mein Speer geht kaputt. Ich glaub's ja nicht. Das war ein Titan-Dodo. Zweimal pieken, Dodo, einmal pieksen, Speer kaputt, nochmal pieksen, Dodo tot. Da vorne läuft übrigens ein Trike. Mal kurz ein bisschen auf Fleisch, falls wir Fleischwasser doch gleich kriegen.
Ah, da gibt das Viech im Geist auf. Ein Fleisch in der Tasche. Level 12 Trike haben wir hier. Ah, ich muss mal kurz die Schildkröte fertig bearbeiten, ne? Ach, das sind die Schildkröte. Jetzt hat sie Geist aufgegeben. Ja, ich hab dir geholfen. Na, no, die gibt schon gut was her. So eine Schildkröte. Da habe ich nur keine Axt mehr. Oh, ist die Axt kaputt gegangen. Oh, wird es schon wieder Nacht? Ja. Tatsächlich. Schnell Fackel anschmeißen. Ah ja, dann sammeln wir jetzt ein paar Bären. Was ist mit dir los? Oh, müssen wir ja auch haben, damit wir die Trikes auch alle tamen können danach. Ach ja. Nee, aber wir haben, ich habe mir auch schon mal ein paar Gedanken gemacht. Also da hinten die Ecke, die hat mir schon recht gut gefallen eigentlich, muss ich sagen. Da liefen noch viele Tiere rum, sodass man da auch ein paar Ressourcen hat. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, darüber zu laufen. Ja. Wir werden zwar beim nächsten Mal vom Grunde genommen den Weg eigentlich so lassen, aber an einer gewissen Schlüsselstelle werden wir den Weg, glaube ich, ein bisschen ändern. Sodass wir eben nicht durchs Wasser durch müssen. Ja, genau. Was lernen wir aus der Geschichte? Nicht durchs Wasser gehen. Eigentlich, wenn man kein Life hat. Der Life ist, spielt eigentlich keine große Rolle. Wenn dich da ein Piranha erwischt, bist du weg. Nö, ich sag mal so, wenn du schon, ich sag mal, 4400 Life hast, dann überlebst du schon ein paar Schläge mehr. Könntest du es vielleicht übers Wasser schaffen. Aber mit 100 Life bist du nur 2 oder 3 Bisse. Kommt vor allem, wie groß der Piranha ist, ne? Das ist wohl wahr. Ja, jetzt ist auch noch nur... Die Fackel ist... Heute geht mir auch hier alles kaputt irgendwie. Aber zum Glück, es wird ja jetzt gerade wieder hell. Die Fackel hat lange genug gehalten. Ja. Guckt mal Richtung Lager. Guck mal Richtung Lager. Ich bin da gerade nur so ein Fluchviech. Ich bin ja weit weg vom Lager. Aber etwas weiter weg. Jetzt guck mal. Cool. Wie hast du das denn gemacht? Feuerwerk. Wo hast du das her? Ich hab vom Drop. Airdrop. Airdrop. Oh, das ist ja cool. Hab ich auch im Ark noch nicht gesehen. Im Feuerwerk, da gibt's spezielle Kanonen, die das können. Die bekommst du aber selten eigentlich. Kann man aber auch selber bauen. Ja. Cool. Ja, ich lasse mit den Blueprints und so weiter. Wird noch eine schöne Sache. Ja. Und was es auch alles gibt, ich habe ja auch schon gehört, dass es ja auch Perücken gibt zum Herstellen. Was, Perücken? Perücken, ja. Blueprints, da kann man sich dann eben so Perücken herstellen. Ja, aber das ist meines Wissens nach ein Mod. Ich habe davon nur gehört, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur im Spiel offiziell drin ist oder nicht, das kann ich so nicht sagen. Es gibt ziemlich viele Erweiterungen von Mods und so, andere Bauteile für aus Holz oder aus Metall, oder es gibt auch Glasbauteile oder Bauteile, die ein bisschen anders aussehen, wie Treppen oder sowas, keine Rampen mehr, aber das sind alles Mods. Ich bin langsam ein bisschen überladen. Weiß gar nicht wieso. Bitte. Vielleicht hast du ein bisschen Platz in der Tasche?
Vielleicht ein paar Steine auch gesammelt. Wäre ich? Ja. Für was? Irgendwas, was ich schweres in der Tasche habe. Warte mal, ich guck mal. Beispiel, kannst du ein paar Steine kriegen? Werden wir gleich sehen, ob ich damit laufen kann. Was ist das denn da hinten? Ich bin zu schwer. Aber laufen kann ich noch. Ist es ein Hai? Ist es ein Delfin? Man weiß es nicht. Ich renne einfach mal hin. Zu dem nicht, wie der da Licht steht. Wie Loot. Den nehmen wir doch mal mit dann. So, da wollen wir uns mal nach ein paar Tieren hier umgucken, ob hier vielleicht noch irgendwelche rumlungern. Ein Trike. Level. Oh, ein 56er. Ich bin gerade auf dem Weg nach zurück. Steine abladen. Oh, ich würde jetzt mal wagen versuchen, das Ding alleine runterzukriegen. Versuch doch dein Glück. Ich mache gerade auch. Fleisch wird gekocht. Bin zu langsam, anscheinend bin ich so spät, ja. Okay, ich gehe drauf. Och nö. Ja, ist klar. Er hängt fest und meine Zwille ist kaputt. Newton. Stört, die ist fast ja am Bäume kloppen. Ja. Ah. Den kriegen wir. Was ist jetzt nicht los? Rappelt da noch? Ich versuche dir gleich zur Unterstützung zu kommen, aber so viel Steine in der Tasche. Bei mir werden es gerade drastisch weniger. Weil er schluckt ganz ordentlich. Wo bist du? Weiter nach oben. Also, da liegt er. Ich hab ihn. 56 ist er so schon. Beeren reinlegen. Oh. Oh. 56, wie viel Level könnte er denn damit beikriegen? Ich schätze mal so 10 oder so, da hätten wir schon mal ein gutes Flaggschiff. Könnte ich sogar mehr bekommen. 27 Level dazu. Hätten wir einen 83er. Okay. Also, da läuft ein Level 7 herum. Aber das ist ja die Daisy. Ja. Und Herr Störti, wie gefällt es Ihnen denn auf unserer kleinen Inselzunge? Ja, eigentlich recht schön, ne? Ja, gemütlich, ne? So richtig schönes kleines Ferienparadies hier. Nachteil ist, dass du nur eine Fluchtrichtung über Land hast, ne? Ja, okay, du kannst Wasserseite auch nutzen hier vorne, weil die Wasserseite, die ist nicht allzu sehr tief. Das ist der Vorteil dabei.
Ja, Störti, wie gefallen dir denn die Einstellungen vom Server? Jo, bis jetzt alles in Ordnung. Ich weiß nicht, ob du schon Bekanntschaft mit ein paar Dinos gemacht hast. Beim Spawn, ja. Ja, da wird er früher oder später wird er darauf noch treffen. Dann. Spätestens wenn wir unsere Waldtour machen. Oh ja, dann wird's wieder lustig. Ja. Aber das machen wir ja mehr Erfahrung dabei. Oh ja. Nicht ins Wasser gehen. Und nicht unbedingt da Wasser fassen oder meinen Wasser trinken gehen zu müssen, wo eben ja die, wie hießen sie wieder? Spino. Ja, die Spinos. Piranhas. Oh, da ist der nächste. Oh. Der mag mich. Au! Alter. Nicht. Boah. Ich bin fast tot, hey. Ich bin fast tot. Er hat sich am Baum festgebissen. Sieht aber gut aus. Mal gucken, ob er, wenn man sich hinlegt, auch Leben regeneriert. Ich habe mich probiert, wieder ein Flugzeug rüber zum Thema. Ja. Problem ist nur, die ersten Schuss, boom, Zwille kaputt. Okay. Brauchst du Leder? Irgendeiner hat hier Hunger. Ich höre ein bisschen herkrummeln. Seh dich. Ich seh dich auch. Oh, ja, Hunger, ja, das tut's wahrscheinlich ich sein. Der Tommy wieder mal. Ja, ja, sogar in beiden Fällen. Einmal in-game und sogar in real. Im Lager ist Fleisch. Jo, jo. Ich hab ja noch ein paar Beeren jetzt erstmal. Ach ja. Hat denn einer leider mal die Zeit im Auge? Nicht, dass wir... Ja, ich habe die Zeit im Auge. 18 Minuten. Uiuiuiuiuiui. Da ja, sind wir ja... Aber muss schon sagen, innerhalb von einer Folge zwei Tiere, das ist doch schon mal wieder eine Ansage. Ja, und ich bin mal wieder wie immer fast tot. Du machst irgendwas falsch. Nee, der hat mich zweimal erwischt. Ja, dann versuchen wir dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal welche noch zu kriegen. Weil ich muss sagen, die kleinen Raptor, die kleinen Giftspucker waren zwar nicht schlecht, aber ich fand hier die Triceratops, die haben volle Arbeit im Wald geleistet. Oh ja. Dass wir uns lieber davon lieber zwei, drei mehr ziehen, anstatt hier die kleinen Giftspucker. Ich glaube, wir lassen die kleinen Giftspucker sogar weg. Ja, weil die bringen auch nicht so viel. Ich tue hier euer Ei rein für dich. Ja, 19 Minuten. Ja. Gut, da würde ich sagen, müssen wir leider mal das Folgenende wieder einläuten, ne? Dingeling. Dingeling. Gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr sagt, okay, ihr wollt, dass wir was Bestimmtes machen, könnt ihr es in die Kommentare mal reinschreiben. Oder eben, wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr es in die Kommentare reinschreiben. Wir versuchen dann auch darauf einzugehen und das Bestmögliche rauszumachen. Weil Kritik ist immer gut. Das ist immer ein Zeichen, dass wir uns in irgendeiner Hinsicht verbessern müssen. Wir nehmen das nicht negativ auf. Hauptsache es ist Kritik, die eben auch angebracht ist. Ansonsten, ja, war es wieder nett, dass ihr uns zugeschaut habt. Und ich sag mal bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Bye.